möchte dich einladen, die nächsten paar Minuten mit mir auf eine kleine Reise zu gehen. Wir wollen uns die Frage stellen, was passieren würde, wenn wir uns alle mehr Zeit nehmen würden für Dinge, die uns wirklich Freude bereiten, die uns langfristig zufrieden machen, und weniger Zeit für Dinge, die uns nur kurzfristig befriedigen. Wenn wir uns nur noch so viel nehmen würden, wie wir tatsächlich brauchen, und nicht mehr so viel, wie wir unbedingt haben wollen. Was wäre, wenn zwei Menschen entscheiden würden, dass sie genau das ausprobieren wollen, dass sie einfach genau das leben wollen? Und was lernen sie dabei? Es ist Anfang 2009. Diese beiden Menschen, ein junges Paar, beide schon lange politisch aktiv, sehr viele Werte, die sie natürlich immer bei jeder Entscheidung, bei jedem Schritt im Leben in Gänze erfüllt haben wollen, stehen beim Einkaufen. Vor ihnen das Gemüse, wie sagt man, Gemüseabteil. Nächster Punkt auf der Liste, Tomaten. Tomaten, biologisch produziert, super. Aus der Region möchten wir auch, weil jeder möchte ja die Bauern aus der Umgebung unterstützen, aber in Plastik eingeschweißt. Also weiterschauen, hier sind wieder Tomaten in loser Schüttung, keinen Müll dazu kaufen, ist schon mal ein guter Punkt. Wieder aus der Region, aber konventionell produziert. Jeder, der mehr wie 2, 3 Werte hat, kennt wahrscheinlich diese Situation, dass sich, sobald man zu viel Werte hat, die sich auch immer wieder spießen. Und in diesem ganz banalen Erlebnis ist diesem jungen Paar zum ersten Mal aber wirklich bewusst geworden, wie schnell man an die Grenzen der Verantwortung kommt, die man übernehmen kann für die Folgen seiner Handlungen. Zumindest bei Konsumhandlungen innerhalb dieses Systems. Und diesem Paar kam zum ersten Mal in diesem Moment der Gedanke, eigentlich sollte man alles selbst anbauen. Die junge Frau war Lisa, der junge Mann war ich. Und dieser Gedanke setzte sich bei uns so fest, dass wir uns gesagt haben, ja, versorgen wir uns doch einfach selbst. Idealerweise am Land. Aber wir waren nicht am Land. Wir waren im Kleingarten in Wien, dort habe ich damals gelebt, das heißt, wir haben ein bisschen Fläche gehabt und haben dann einfach einen Teil dieser Fläche, circa 20, 30 Quadratmeter, unter lauten Protest der Nachbarn, weil es war gepflegter Rasen, bevor wir da hingezogen sind, umgegraben und haben angefangen, dort einfach eigenes Essen anzubauen. Salate, Kräuter, Zwiebeln, Bohnen, und haben allen davon erzählt, warum wir das tun und was unsere große Vision ist, dass wir eigentlich raus aufs Land wollen und nicht nur auf 20, sondern auf 2000 Quadratmetern anbauen wollen. Wir haben in der Zeit Erfahrungen gesammelt und sind unserem Traum näher gekommen. Und weil wir darüber gesprochen haben, ist es kein Zufall, dass kurz darauf ein Bekannter uns eine E-Mail weitergeleitet hat, wo es um ein Haus ging, um ein Haus am Land mit viel Fläche außenrum, die man nutzen darf, mit dem Wald direkt angrenzend, aus dem man so viel Holz entnehmen darf, wie man möchte. Zur Miete gegen 4 Stunden Mitarbeit in der Woche am Hof des Vermieters. 4 Stunden Mitarbeit in der Woche klang nach einem super Geschäft, war es auch. Und so haben wir gesagt, naja, wann, wenn nicht jetzt, haben unsere Sachen gepackt und sind umgezogen in die bucklige Welt in Niederösterreich. Haben uns dort niedergelassen, haben gesagt, super. Jetzt fangen wir an und hatten plötzlich so viel Fläche und haben gemerkt, wenn wir das plötzlich hochskalieren, haben wir eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Und mussten dann Schritt für Schritt einfach gehen, anstatt stehen zu bleiben, paralysiert, und haben mit jedem Schritt versucht und haben dazugelernt, haben Fehler gemacht und dadurch wieder dazugelernt, haben Dinge richtig gemacht und haben es dann weiterhin so getan und sind, um Wissen zu generieren, auf Höfe gefahren von Freunden von uns, die schon viel länger so leben und von denen wir lernen durften. Und wir haben damals angefangen mit dem Blog, um viele weitere Menschen zu inspirieren, auch so zu leben. In uns kam dann aber der Wunsch auf, dass wir gerne das Ganze in Gemeinschaft leben würden, also mit ganz vielen Gleichgesinnten um uns herum. Und die gab es in der Gegend nicht, wo wir zu dem Zeitpunkt waren. Oder wir kannten sie nicht. Ich möchte niemanden zu nahe treten, der dort gelebt hat und doch gepasst hätte. Und glücklicherweise wussten ja ganz viele Leute, was wir vorhaben. Deswegen haben wir erfahren von einem Paar, das in Wien gelebt hat und das uns, nein, ein Paar, das in Tschechien gelebt hat, Entschuldigung. Wir haben dann erfahren von einem Paar, das in Tschechien gelebt hat, das ganz ähnliche Träume hatte wie wir und einen Hof zur Verfügung hatte und Menschen gesucht hat, die mit ihnen dort eine Gemeinschaft gründen soll. Wir also unsere Sachen gepackt und erstmal zurück nach Wien,
weil wir in Wien oder Österreich speziell noch gebunden waren. Lisa hat studiert, ich habe meine Firma gehabt und wir sind dort zurück, um konzentriert alles abzugeben, was uns zu dem Zeitpunkt noch gehalten hat. Das Studium so schnell wie möglich beenden. Ich hatte eine kleine Agentur, die ich abgeben musste. Wir haben unsere Möbel weggegeben, wir haben den Großteil unserer Kleidung und Bücher weggegeben, weil das war in unseren Augen ja der letzte Umzug in unserem Leben. Wir wollten dort für immer bleiben. Nach 6 Monaten waren wir soweit und sind umgezogen nach Tschechien. In Tschechien haben wir in einer Gemeinschaft gelebt, gemeinsam mit anderen Menschen, den Tisch geteilt, das Essen geteilt, die Finanzen geteilt und uns so weit wie möglich selbst versorgt. Dort konnten wir irrsinnig viel lernen, weil die Menschen, die dort gelebt haben, haben das zum Teil schon seit 10 Jahren gemacht. Das heißt, wir kamen da unserem Ziel sehr nah und ich hatte das schönste Jahr meines Lebens dort, ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne Internet. Kann man ins Internetcafé gehen einmal in der Woche, geht einem nicht ab im Alltag. Und dann, nach einem Jahr wiederum, sehr häufig ein Jahr, haben wir erneut über Freunde von einem Hof erfahren, auf den wir gehen könnten. Und da wir gemerkt haben, dass vor allem ich nicht wirklich Tschechisch lernen kann und dass wir dort eben nicht, also zu weit weg sind von unseren Freunden, die wir sehr vermisst haben, haben wir entschieden, gut, nehmen wir das Angebot an, nehmen all unsere Sachen, kennt ihr jetzt schon, und ziehen um ins Südburgenland. Im Südburgenland haben wir am Hof eines Freundes gelebt, auf dem wir mit viel Fläche sehr viel selbst anbauen konnten. Wir haben gleichzeitig versucht, weiterhin Geld zu verdienen, um möglichst breit aufgestellt zu sein. Und wenn mal weniger Erträge da sind, kann man sich leisten, was zuzukaufen. Und gerade bei Selbstständigen nicht unüblich, wenn es mal wirtschaftlich gerade ein bisschen einknickt, kann man sich wieder mehr auf das Bein stellen, mit dem man auch noch steht, mit der Selbstversorgung. Und wir hatten über den Blog irrsinnig viel Besucher dort, in den 3 Jahren, in denen ich mit dort gelebt habe, ungefähr 150 Menschen, die mit uns dort versucht haben, die meisten waren für 1-2 Wochen nur da, wie fühlt es sich eigentlich an, so zu leben? Wie ist so ein Leben, in dem ich wieder viel mehr Verantwortung selbst übernehme? Für mich war dort nach 3 Jahren, Ende 2014, Schluss. Und wiederum über einen Freund bin ich zu einem Freund gekommen, der einen Hof hat und mich eingeladen hat, bei ihm im Weinviertel doch mein Leben zu verbringen und dort mich einzubringen in den Hof. Ich habe dort auf der Fläche, die zum Hof gehört, einen Gemeinschaftsgarten initiiert und den dieses Jahr mit 10, 15 Menschen aufgebaut. Und mit dem wollen wir nächstes Jahr dann richtig durchstarten. Zeitgleich war ich dieses Jahr aber verdammt viel Zeit auch in der Toskana, weil dort Freunde von mir 2 Höfe wieder herrichten, die Häuser sanieren, die Flächen wiedergewinnen, die sind so am Zuwuchern, und dort anfangen, ein Selbstversorgerprojekt zu starten. Gleichzeitig bin ich ganz viel in Mainz und sonst wo in Deutschland, wo ich sehr liebe Menschen kennengelernt habe, die mit mir politische Projekte machen, in die gleiche Richtung gehen. Ich möchte also im Moment irrsinnig viel unterwegs sein, damit ich ohne festen Wohnsitz ganz frei dort sein kann, wo ich eingeladen bin, helfen zu dürfen, dass Projekte entstehen, die wir in dieser Gesellschaft dringend brauchen. Das sind offene Hofprojekte, das sind Gemeinschaftsgärten, Food Corps, Repair Cafés und andere Projekte, die ich als Lernorte bezeichne. Als Orte, an denen Menschen hinkommen können und Erfahrungen sammeln können, die ich in den letzten 6 Jahren auch sammeln durfte. Und warum mir das wichtig ist, habe ich versucht, in 5 Punkten zusammenzufassen, nämlich Punkte, die man lernen kann aus so einer Art des Lebens. Genügsamkeit macht dich frei und nimmt Druck von deinen Schultern. Wir haben, wie ich erzählt habe, in Tschechien ohne Strom, ohne Wasser gelebt, ohne Internet. Wir haben an allen Standorten immer versucht, die Landwirtschaft möglichst so zu betreiben, dass wir keine Maschinen verwenden, also alles körperlich, auch den Holzjahresbedarf mit der Hand sägen, nicht eine Motorsäge verwenden. Und es klingt für manche jetzt wahrscheinlich nach Entbehrungen und harter Arbeit. Und ganz unabhängig davon, dass für mich das nie zu harte Arbeit war und dass für mich das zu keinem Zeitpunkt irgendeine Form von Entbehrung war, kommt es darauf auch gar nicht an, weil das ist ja nur die Ausgestaltung, die es bei uns genommen hat. Die Idee, die dahinter liegt, kann jeder in seinem Leben so ausleben, wie er oder sie das möchte. Und die Idee dahinter ist, dass wenn wir unser Leben so gestalten, dass wir weniger Ausgaben haben, dann brauchen wir weniger Geld. Und Geld ist nichts anderes als eingetauschte Lebenszeit.
Das heißt, wenn ich lerne, genügsamer zu leben, wenn ich lerne, meine Dinge selbst zu reparieren, wenn ich lerne, meine Bedürfnisse zu stillen, ohne immer Konsumakte vollbringen zu müssen, brauche ich weniger Zeit in der Arbeit und habe somit mehr Zeit, die ich frei gestalten kann mit Dingen, die mir wichtig sind. Lebe dein Leben mit voller Hingabe. Die häufigste Frage, die wir in all den Jahren bekommen haben, war die Frage, warum macht ihr das eigentlich? Ihr wisst, dass ihr an dem Platz nur ein, zwei Jahre sein werdet. Warum saniert ihr das Haus? Warum pflanzt ihr Bäume? Warum legt ihr Gärten an? Warum steckt ihr all eure Liebe da rein? Und die Antwort ist relativ simpel. Weil wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich bis heute nicht einen einzigen Tag meinen Traum gelebt. Wenn ich aber einfach den Schritt gehe, der sich gerade anbietet und der nächste zeigt sich dann schon, dann lebe ich jeden Tag zumindest ein Stück weit meinen Traum und mache die Erfahrung, wie wundervoll es ist, bei mir selbst zu sein und mir selbst treu zu sein. Und im Gehen zeigt sich der Weg für jeden, der beginnt zu gehen. Und dieses Gehen, diese volle Hingabe an den jetzigen Moment, an den Schritt, der gerade anfällt, diese Hingabe macht dich zu der besten Version deiner selbst. Sei dankbar für dein Glück. Ich sage so gern Sachen wie, geh doch einfach einen Schritt, veränder dich doch. Wenn du weißt, wie es dir besser gehen würde, mach's doch einfach. Und es klingt so leicht und das sagt sich so leicht und dann kommt sehr häufig zu Recht der Vorwurf, du redest dich so leicht, du hast auch verdammt viel Glück im Leben gehabt, das kann nicht jeder so leben. Und obwohl ich so sehe, dass man schon die Eigenverantwortung trägt für die Entscheidungen, die man trifft und damit sehr wohl sein Leben ein Stück weit in der Hand hat, ist es absolut richtig, dass es Glück ist, solche Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Weil es ist Glück, wo auf der Welt du geboren wirst. Es ist Glück, wer deine Eltern sind und was sie dir vorleben. Es ist Glück, welche Interessen du entwickelst und ob du die Möglichkeit hast, diese Interessen auszuleben. Es ist Glück, ob du gesund bist und ob du gesund bleibst. Es ist Glück, ob deine Art zu lernen zu dem Schulsystem passt, in das du gepackt wirst. Und es ist Glück, ob und welche Schicksalsschläge dich im Leben erwarten und wie es dir danach geht. Darum sei dankbar für dein Glück und werde der Verantwortung gerecht, die aus so einer prädestinierten Lebenssituation erwächst. Vielfalt bedeutet Lebendigkeit. Die meiste Freude in all den Jahren habe ich nicht gehabt durch die tollen Erträge, die wir hatten, egal wie reich sie waren, egal wie vielfältig sie waren. Die größte Freude habe ich nicht durch die Höfe an sich gehabt. Die größte Freude habe ich nicht durch die Arbeit an diesen Höfen gehabt oder durch die Natur, in der ich mich entspannt habe. Sondern die größte Freude habe ich durch die Vielfalt an Menschen gehabt, die zu uns an den Hof kamen, die uns über die Facebook-Seite, die uns über die Website angeschrieben haben und ihre Ideen mit uns geteilt haben, die ihre Freude mit uns geteilt haben, die uns inspiriert haben und die uns zu ganz vielen Themen komplett neue Sichtweisen gezeigt haben. Und drum lern Menschen kennen, die aus einem anderen sozialen Hintergrund kommen als du selbst. Lern Menschen kennen, die eine andere Muttersprache haben, die einen anderen Bildungsweg gegangen sind, die mehr oder weniger Geld zur Verfügung haben wie du. Lern Menschen kennen, die sich für ganz andere Themen begeistern, weil vielleicht können sie dich anstecken. Und lern Menschen kennen, die Herausforderungen im Leben gemeistert haben oder gerade am Meistern sind. Weil wenn wir alle solche Erfahrungen sammeln, werden wir spüren, wie bereichernd Vielfalt ist und wie bereichernd Unterschiede sind. Und wenn wir das im Kleinen begriffen haben, können wir es vielleicht auch für die Gesellschaft als Ganzes anstreben. Und vielleicht haben wir dann auch weniger Angst davor, wenn Millionen von Menschen, die gerade Schutz suchen, zu uns kommen. Vielleicht können wir sie dann als wertvolle Bereicherung wahrnehmen. Und alles, was lebendig ist, verändert sich. Ich habe es vorgemacht, wir haben mal da gelebt, dann habe ich ganz da drüben gelebt und zwischendurch habe ich hier gelebt. Und eigentlich könnte man sagen, irrsinnig flatterhaft. Der wusste ja gar nicht, was er will, der weiß es bis jetzt ja in Wirklichkeit nicht. Und man könnte sagen, jedes Mal, wenn er wo weggegangen ist, ist ja ein riesiger Fehlschlag gewesen. Oder man schaut sich an, wie ich mein Leben leben möchte. Ich möchte nicht, dass es dahin tröpfelt und dass mein Leben sich irgendwie halt schon so entwickelt und irgendein Schicksal schon sich darauf einschießt, mir es gut oder schlecht gehen zu lassen, sondern ich möchte mein Leben mit Lebendigkeit füllen. Das Einzige, was ich glaube, dass im Leben erstrebenswert ist. Und diese Lebendigkeit ist wie der Jahreskreislauf. Das ist kein linearer Verlauf. Lebendigkeit
sind 4 Jahreszeiten. Wenn wir neue Projekte beginnen, in eine neue Beziehung gehen, neue Ideen entwickeln, dann sind wir im Frühjahr. Da wächst viel, da schießt alles raus, da haben wir Energie, da blüht alles, die schönsten Träume blühen, um im Sommer in voller Pracht zu stehen, uns mit Erträgen und mit Erkenntnissen und in der Liebe hat man dann endlich tiefe Verbindungen und nicht mehr nur dieses prickelnde Ding am Anfang. Dann kommt der Herbst, weil alles mal zu Ende geht. Fast alles. Und man loslassen muss, wie der Blatt die Blätter, der Baum die Blätter fallen lässt. Um dann im Winter ganz zu uns zu kommen, in die Ruhe zu kommen, zu reflektieren und die nächsten Schritte zu planen, die dann wieder im Frühjahr eine Explosion an Entwicklung sind. Und auf diese Weise entwickeln wir uns. Und jede Veränderung ist einfach nur ein Schritt vorwärts. Und darum wünsche ich euch allen, wenn ihr den Impuls in euch spürt im Leben, dass ihr euch verändern solltet, dass irgendein Schritt ansteht, dann wünsche ich euch, dass ihr den Mut findet und die Selbstliebe habt, diese Schritte auch zu gehen. Denn dann werdet ihr alle hin zu einer Zukunft finden, die ihr auch wirklich haben wollt. Dankeschön.